Herzlich willkommen nun zum 24. Adventskalenderfenster. Meine Kolleginnen und Kollegen aus allen europäischen Ländern haben euch gezeigt, wie reichhaltig Europa Weihnachten feiert. Wir hier im Europäischen Parlament haben auch beispielsweise hier den Weihnachtsbaum zu sehen. Und natürlich lebe ich auch zu Hause selber eine Weihnachtstradition. Wir werden natürlich wie jedes Jahr die Weihnachtsgans Auguste bei uns in die Röhre schieben, weil etwas muss man ja fürs Herz tun. Ich bedanke mich bei Ihnen und bei euch ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr. Ich gucke auf ein interessantes Jahr zurück, ein reichhaltiges Jahr, was geprägt war in den letzten Monaten durch meine Aktivitäten hier im Europäischen Parlament, aber auch geprägt war durch die vielen guten und engagierten Kontakte und Begegnungen, die ich mit Ihnen, mit euch haben konnte. Wir haben aktiv und intensiv uns mit den Fragen der Freihandelsabkommen mit Kanada und Amerika zu verschiedenen Veranstaltungen getroffen. Wir haben uns auseinandergesetzt mit der Frage, was für ein Europa wir wollen, welche europäischen Standards wir haben wollen. Doch jetzt heißt es erstmal innehalten, zur Ruhe zu kommen. Das wünsche ich auch Ihnen und euch in den Weihnachtsfeiertagen mit den Familien, mit den Freunden und einen guten Start und einen schwungvollen Start ins neue Jahr. Alles Gute. Danke.